Hallo und willkommen zurück. Ja, wir haben die epische Schlacht gegen den Gumba-König gewonnen, sind ein Level aufgestiegen und haben jetzt hier das Schloss einstürzen lassen und die Brücke wieder offenbart, über die es jetzt direkt flugs drüber geht. So, was haben wir denn hier noch? Na, guck mal einer an. Oho! Ein geheimer Block. Superpilz! Ein wahrer Superpilz stellt 10 KP wieder her. Geile. Wo ist nochmal hier? Ach genau, der Wirbler. Das will die Hexe nicht wieder. Das kann auch nichts Gutes verheißen. Speichern und weiter. Oh, ein Intermezzo anscheinend. Mächtiger König Bowser, ich hab nach euch gesucht. Lasst mich berichten, eure Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König besiegt. Er ist jetzt auf dem Weg nach Tauchau. Ich will vergessen, wie ich die gesprochen habe. Was? Unglaublich! Was hat sich der Goomba-König dabei gedacht? Ich habe die Macht des Sternenstabes benutzt, weil er darum gebettelt hat, ein König zu werden. Und dann lässt er sich von Mario so mühelos schlagen? Was für ein Schwächling! Cammy Cooper! Du bist dir doch völlig sicher, dass Mario uns niemals besiegen kann, oder? Bitte, bitte, eure Finsterkeit. Versucht euch zu beruhigen. Der Gumba-König war doch nur ein kleiner Fisch. Ich habe mir schon gedacht, dass er versagen würde. Aber das hat nichts zu sagen, denn solange ihr den Sternenstab in eurem Besitz habt, seid ihr unbesiegbar. Ihr könntet Mario mit verbundenen Augen und einer Klaue auf dem Rücken gefesselt besiegen. Ja, ja, sehr gut. Übrigens, Cammy Cooper, es besteht doch wohl keine Möglichkeit, dass die Sterne, die wir gefangen haben, auf irgendeine Art und Weise Mario ihre Kräfte geben können, oder? Bitte sorgt euch nicht. Jeder wird einzeln festgehalten. Und natürlich wird auch jeder von handverlesenen Individuen bewacht. Nicht mal Mario ist in der Lage, alle 7 hohen Sterne zu retten. Welchem Stern ist Mario jetzt am nächsten? Ist es der in der Festung der Koopa-Brüder? Sollte Mario irgendwie dahin gelangen können, können die Koopa-Brüder besiegen? König Bowser, ihr dürft euch nicht sorgen. Heya! Oha. Hier kommen die Koopa-Brüder! Hey, hier kommen die Koopa-Brüder. Super coole Koopa-Brüder. Schön. Ha, oh yeah, wir sind die coolsten der coolen. Cammy Cooper, bist du dir sicher, dass diese Kerle die richtigen für den Job sind? Ja, Gumba-König war riesig und nicht mal er konnte Mario besiegen. Aber, König Bowser. Ja, der Gumba-König war zwar riesengroß, aber er war auch ein totaler Schwächling. Wir sind nicht wer. Denn wir verfügen über ein absolut perfektes Teamwork. Gemeinsam können wir Mario in Sekundenschnelle in ein wimmerndes Baby verwandeln. Exzellent, das nenne ich Kampfgeist. Los, Koopa-Brüder. Zeigt unserem König den Spezialangriff, den ihr so gut beherrscht. Jawohl, Madame. Seid ihr alle bereit? Das ist... Wie gefällt euch das, König Bowser? Wie war das? Oh ja, ausgezeichnet. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Mario hat keine Chance, wenn ihr ihn mit dieser Technik angreift. Wir besiegen ihn, König Bowser. Ach übrigens, meine Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ich in eurer Festung eingeschlossen habe. Wer bewacht ihn eigentlich?
es, also, Moment, 1, 2, 3, 4. Niemand, Sir? Ihr wisst, wir sind ja jetzt hier und deshalb, also... Ihr Idioten! Benutzt euren Verstand! Sofort zurück zur Festung und bewacht diesen Stern! Ja. Ah, der Stadtrand von Toadtown. Im Osten liegt Toadtown. Toadtown. Wenn wir nach Westen gehen, kommen wir nach Gumbafort, meinem Heimatort. Manchmal ist er echt, ne? Da liest man 10-mal so einen Begriff und irgendwie kommt er da nicht so raus, wie er eigentlich soll. Huch, was ist das denn? Schäfchen! Naja, also ich finde, wie ein Schäfchen sieht es nicht direkt aus, aber... Versetzt alle Gegner in tiefen Schlaf. Interessant. Was erspähe ich denn da im Baum? Oha. Du hast den Hammerwurforden erhalten. Trifft einen beliebigen Gegner mit dem Hammer. Ah, ja, so kann man dann also auch mit dem Hammer fliegende Gegner oder Gegner, die weiter hinten stehen, treffen. Kostet aber ganze 2 Ordenspunkte. Hm. Ein nahezu olympischer Hammerwurf, der ich nur 2 BP kostet, trifft ein Gegner, egal wo er sich befindet. Ah, Moment. Gab es irgendwie auch nachher noch Gegner, die irgendwie an der Decke kleben, die man, auf die man dann nicht springen kann? Also ich weiß nicht, der Turm mir nichts Ohren hat mir bis jetzt irgendwie nicht so viel gebracht, deswegen deaktiviere ich den erst nochmal und werde dann den Hammerwurf-Orden benutzen. So. Und dann betreten wir doch mal Toadtown. Mario! Ich bin froh, dass du okay bist. Die Stadt ist in Aufruhr. Die Prinzessin wurde entführt. Der Palast mit ihr. Es herrscht Chaos. Ich habe keine Ahnung, was wir unternehmen sollen. Bitte, Mario. Rettet ihre Hoheit. Ja, jetzt wird das mal viel Scannerarbeit geben. Das ist der westliche Eingang von Toadtown. Toadtown. Herrgott im Himmel. Falls du das noch nicht bemerkt hast, es ist der Haupteingang. Das Tor und das Sternenemblem auf dem Platz sind die Symbole dieser schönen Stadt. Gumbafort, wo meine Eltern leben, ist nur eine kurze Reise westlich von hier. In dieser Stadt lebt ein sehr kluger Toad namens Rosti. Er hat viele nützliche Informationen für Abenteurer. Du findest auch Läden, die verschiedene Items anbieten. Ach ja, es gibt auch ein Dojo. Dieser Toad steht immer vor dem Tor. Vielleicht ist das ein Job. Er sieht aus, als würde er im Stehen schlafen, aber er weiß tatsächlich sehr viel über diese Stadt. Ja, das ist das gleich wie gerade. Dieser Toad ist immer völlig aus dem Häuschen, wenn er Neuigkeiten in Erfahrung gebracht hat. Aber es wäre gut, ihn anzuhören. Er mag vielleicht ein bisschen nervig sein, aber er hat immer etwas Neues zu sagen. Wenn er nicht von mir weglaufen würde. Oh nein, Verderben, Gefahr! Der Pilzpalast ist in den Himmel schwebt! Kein Palast mehr, oh welch Schrecken, nur noch ein Loch ist übrig! Unsere geliebte Palast, wo mag er nur sein? Ich muss das sofort in der ganzen Stadt verbreiten. Okay. So, wir haben hier ein Häuschen. Schauen wir direkt mal hier vorbei. Oha. Dieser Familienvater arbeitet im Pilzpalast. Als der Palast verschwand, hatte er gerade frei. Was für ein glücklicher Zufall. Wow. Er ist ein sehr zuverlässiger Arbeiter, aber er hilft nie bei der Hausarbeit. Das Erdbeben, das uns überraschte, als der Palast verschwand, war schrecklich. Alles hat gewackelt. Der Boden, die Häuser, ich bin regelrecht umgekippt. Es war so grauenvoll, dass ich einfach nur vergessen will, dass hier jemals passiert ist. Das ist die Dame des Hauses. Normalerweise ist sie immer sehr ruhig und gelassen. Aber seit ihr fauler Mann zu Hause ist, arbeitet sie härter denn je zuvor. Die Hausarbeit stapelt sich mit jedem Tag höher, aber irgendwie kommt sie auch ohne Hilfe damit klar. Woher hat sie nur all die Energie? Ich habe so viel zu tun. Wenn mein Schatz zu Hause ist, habe ich keine Zeit zum Aufräumen.
Das ist eines der Todkinder. Er hat seinen Vater so gern, dass er immer wieder versucht, sich in den Palast zu schleichen. Er ist etwa in meinem Alter. Manchmal, wenn ich nach Todran komme, spielen wir zusammen. Er ist ein sehr guter Freund von mir. Mein Papa arbeitet im Palast, daher ist er normalerweise nicht zu Hause. Aber jetzt ist der Palast fort und er ist zu Hause. Wenn ich sage, dass ich froh bin, weil Papa zu Hause ist, werde ich ausgeschimpft. Was soll das alles? Das kann ich ihm auch nicht sagen. Das ist ein Todkind, das gerne sehr stark wäre. Er glaubt, dass man durch Stärke alles bewältigen kann. Wir beide denken da wohl etwas unterschiedlich. Aber wenn wir zusammenspielen, ist er ein netter Kerl. Prinzessin Peach wurde entführt. Also werde ich sie retten. Aber Mama hat gesagt, ich soll ein braver Junge sein und zu Hause bleiben. Was meint sie? Naja. Dass du halt zu Hause bleiben sollst und brav sein sollst. Wollte ich mal sagen. Dieser Tod behauptet, dass er und sein Mädchen ineinander verliebt sind. Aber erst gestern hat er mir gesagt, dass er ein anderes Mädchen viel lieber hat. Was für ein Schurke. Ja, wirklich. Diese Toads sind verliebt. Sie sind derart verliebt, dass sie gar nicht mitkriegen, was um sie herum vorgeht. Ich würde sie nicht ansprechen, es sei denn, du magst diese öffentliche Zurschaustellung gegenseitiger Zuneigung. Das ist ja schamlos. Der Palast ist verschwunden und Prinzessin Peach wurde entführt. Was für ein schwarzer Tag. Jeder in der Stadt ist von Trauer erfüllt und dennoch sorgt sich mein Herz nur um dich, mein Schatz. Bin ich deswegen eigensüchtig? Mir geht's genauso, mein Liebling. Nur du bist es, wonach mein Herz sich sehnt. Wir sind zwei sehr eigensüchtige Tod. Ja, ja. Ja, geil. Wenn ihr es wisst, dann lasst es doch sein. Links Gumbafort, rechts Pilzpalast. Huch, Entschuldigung. Nein. Das ist Rusty. Jeder sagt, er ist der klügste Tod in der Gegend. Er ist gerne bereit, sein umfassendes Wissen mit den Leuten zu teilen. Er hat mir schon öfter weitergeholfen. Er weiß von vielen Dingen, die ich sonst nur raten könnte. Oh, ja, sei gegrüßt. Du bist doch Mario, oder? Natürlich weiß ich, wer du bist. Ich bin der weise Rusty. Er freut sich, kennenzulernen. Wie du sicher siehst, bin ich völlig vernarrt in Büchern. Ach, ich lese so oft ich nur kann. Eben weil ich so belesen bin, weiß ich über viele interessante Dinge Bescheid. Es würde mich freuen, mein Wissen mit dir teilen zu dürfen. Ja, dann hau mal raus. Sprichst du zu mir, weil du nach Wissen suchst, das nur mein geschulter Geist zu vermitteln vermag? Wie wär's dann damit? Man sagt, dass hoch am Himmel der Sternhafen sein soll, wo alle Sterne zu Hause sind. Im Sternhafen gibt es einen Schatz, den Sternenstab. In ihm ruht uralte Magie. Manche Sterne sind besonders stark und großherzig. Sie nennt man die hohen Sterne. Mit dem magischen Sternstab erfüllen die hohen Sterne die Wünsche der Bewohner dieser Welt. Wenn du dir unter dem nächtlichen Sternenhimmel etwas wünschst, dann geht es dank der hohen Sterne und des Sternenstabs in Erfüllung. Wenn es noch etwas gibt, was du zu wissen wünschst, dann zögere nicht, um mich zu fragen. Ja, haut jetzt mal was anderes raus, oder was? Wenn du möchtest, gebe ich dir ein paar Informationen über die Steuerung. Drück den 3D-Stick und den Z-Trigger, um zu wirbeln und zu rennen. Das ist mein Freund, ist der Wirbel. Wenn du mit jemandem sprichst, kannst du durch Drücken des Z-Triggers den vorhergehenden Text nochmal lesen. Hm, mal sehen. Drückst du C oben, werden deine aktuellen KP, BP, Sternpunkte und Münzen angezeigt. Ah ja, guck mal. Kann man zurückspielen, das ist ja auch praktisch. Naja, was war es noch? Drückst du den 3D-Stick nur ein bisschen, geht Mario langsam und leise voran. Manchmal ist es besser zu gehen, anstatt zu laufen. Das glaube ich nicht. Wenn es noch etwas gibt, was du zu wissen wünschst, dann zögere ich mich zu fragen. Ja, ne? Vielleicht, Ja, einmal noch, komm. Gehst du vom Standort des Pilzpalastes nach Osten, findest du einen Ort namens Sternstumpengipfel. Am Fuß der Erhebung leben Merlieblich und ihr Bruder Merlo. Die ältere Schwester Merlieblich kann durch ihre Wahrsagekunst verschiedene Dinge finden. Das Hobby von Merlo, dem jüngeren Bruder, ist das Sammeln von Sternsplittern. Bringst du ihm welche, wird er sie gegen Orden eintauschen. Die beiden sind die Enkelkinder von Merlon, der in Tauton lebt und die Zukunft voraussagt. Wenn es noch etwas gibt, was du zu wissen wünschst, ja, ja. Das reicht mir doch erstmal an Infos.
So, wohin führt diese Röhre? Oh, guck mal. Ah ja, natürlich, da sind wir ganz am Anfang rausgesprungen. Ich frage mich, was mein Bruder Mario gerade machte. Huch, Mario! Du bist es! Schön, dich zu sehen! Geht es dir gut? Nach dem ganzen Wirbel um die Paläste habe ich mir richtig Sorge gemacht. Als das Erdbeben losging, bin ich nach draußen gerannt. So konnte ich gerade noch kommen. Und wer bist du? Ich bin Gomario. Schön, dich kennenzulernen. Ah, ich verstehe. Na toll, du bist also mit Mario auf Abenteuersuche. Das nenne ich unfair. Irgendjemand muss sich um das Haus kümmern, deshalb kann ich hier nicht weg. Pass gut auf, Mario, ja? Oh, armer Luigi. Mal wieder muss er die zweite Geige spielen und zu Hause das Haus behüten. Viel Glück, Mario. Du musst die Prinzessin retten. Das ist Luigi. Über ihn muss ich wohl aber kein Wort verlieren, ne? Er ist dein Bruder. Kein Brief im Briefkasten? So, was haben wir denn hier? Ah, Statistiken. Und 3 von 80, okay. Stempel 2 von 69. Oha. Fragezeichen, Fragezeichen. Anzahl der Kämpfe 15, erster Kampf 8. Okay. Ach so, hier kann man sich auch hinlegen. Ansonsten. In dieser Box landen alle Briefe, die an Mario adressiert sind. Momentan ist sie leer. Nun gut. Ja, und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Und was ist in Toadtown noch so zu entdecken geht? Und was es hier im Laden vorzufinden gibt? Das seht ihr dann auch alles morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf Holgers Gaming Blog. Tschüss!